Herr Präsident, meine Damen und Herren! Energiewende, das ist mehr als die Ersetzung von Atomenergie, von Kohle, von Öl, von fossiler Energie durch erneuerbare Energieträger. Energiewende, wir sehen das gegenwärtig an der intensiven politischen Diskussion auf der Bundesebene, bedeutet einen Umbau, eine Veränderung der gesamten energiewirtschaftlichen Strukturen. Wir brauchen eine neue Infrastruktur für die Energiewende. Wir brauchen intelligente Netze. Wir brauchen Speichertechnologien. Wir werden neue Produktionsanlagen brauchen. Und wir werden neue wirtschaftliche Strukturen für die Energiewende brauchen. Dezentrale, stärker kommunale Strukturen, sage ich auch. Und neue Player in der Energiewende werden auch auftauchen bzw. sind schon aufgetaucht im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien. Das ist eine ausgesprochen komplexe und ambitionierte Aufgabe. Und die Bewältigung einer solchen Aufgabe braucht klare Vorstellungen, sie braucht eine Strategie, was man will. Und deshalb und auch vor allen Dingen die Schritte, wie man es umsetzt, und die Methoden, wie man es umsetzt und wie man zu dem Ziel einer klimaneutralen Stadt kommt. Gegenwärtig liegt für das Land Berlin eine solche Strategie nicht vor. Die Oppositionsfraktionen hatten bereits im Dezember 2012 einen Antrag vorgelegt, in dem der Senat aufgefordert wurde, deutlich zu machen, was seine energiepolitischen Ziele sind und mit welchen Mitteln und welchen Instrumenten er diese Ziele umsetzen will. Dieser Antrag wurde, wie es das Schicksal von Oppositionsanträgen ist, mit der Mehrheit der Koalition abgelehnt. Insofern bin ich froh, dass es jetzt gelungen ist, fraktionsübergreifend einen Antrag aller Fraktionen in diesem Haus auf die Einrichtung einer Enquetekommission zu beschließen oder heute zu beschließen, die sich die Aufgabe stellt, diese Frage zu beantworten, die der Senat bis heute nicht beantwortet hat und auch noch nicht mal in Versatzstücken. Wir haben eine Studie zur Machbarkeit des klimaneutralen Berlin. Wir haben ein Energiewendegesetz als Referentenentwurf, noch nicht mal eingebracht ins Parlament, das eine Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand ist, aber keine Strategie darstellt. Und insofern, glaube ich, ist es dringend notwendig, dass die Enquetekommission sich dieser Aufgabe zuwendet und klärt, welche wirtschaftlichen und welche technischen Herausforderungen auf Strom-, Gas- und Fernwärmenetz, auf die öffentlichen und privaten Strom- und Wärmenutzer und Anbieter zukommen, dass diese Frage geklärt wird und wir hier eine Konzeption vorlegen. Und wir haben uns auch darauf verständigt, auch das ist gut, dass wir sehr konzentriert arbeiten wollen und dass wir, bevor die nächsten Wahlkämpfe schon sich wieder abzeichnen, dass wir versuchen wollen, diese ambitionierte Aufgabenstellung innerhalb eines Jahres in sehr konzentrierter Arbeit abzuarbeiten. Und ich hoffe, dass die Verständigung, die zwischen den Fachpolitikern stattgefunden hat, über die Aufgabenstellung, dass sich das auch in einer konstruktiven Arbeit dieser Kommission zeigen wird. Was ich allerdings bedauere, das will ich an dieser Stelle noch mal sagen, dass nachdem es eine Einigung gegeben hatte zwischen den Fachpolitikern über die Besetzung der Kommission mit externen Experten, die CDU-Fraktion dann diesen Konsens aufgekündigt hat. Und das Resultat ist, dass wir leider bei den Experten keinen einzigen Experten haben, der auf Erfahrung im operativen Geschäft der Energiewirtschaft verweisen kann. Das ist bedauerlich. Und ich glaube, dass wir dieses nachholen müssen durch entsprechende Einladungen zu Anhörungen etc. etc., weil wir werden nicht nur mit Professoren, wir werden nicht nur mit Verbandsvertretern reden können, wir dürfen nicht nur mit Leuten, die sich wissenschaftlich mit dieser Frage beschäftigen, sondern wir brauchen auch die Expertise von Praktikern. Und ich hoffe, dass wir in der Kommission hier zu einer Einigung kommen und diese Kompetenzen auch nutzen, zum Nutzen aller und damit wir alle klüger sind. Wahrscheinlich werden wir am Ende doch wieder unterschiedliche Positionen haben, aber ich denke, wir sollten sehen, dass wir einen möglichst breiten Konsens erzielen, weil die Energiewende wird nur gemeinsam bewältigt werden können und dazu ist auch ein breiter Konsens notwendig. Danke für die Aufmerksamkeit.